Hier ist die Folge 340 deines Aquacura Meerwasser im Podcast. Der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahlen und ich freue mich, dass du auch diese Woche mit dabei bist. Vorab noch der Hinweis, dass dieser Podcast aufgrund von Namensnennungen Werbung enthält. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so im Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien erlebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen kannst du in meinem Buch bzw. Hörbuch finden. Und wenn ich meine Meerwasserpflegemittel wie zum Beispiel Spurenelemente, Bakterienlösungen, wirksame Mittel gegen Cyanus und so weiter interessieren, findest du den jeweiligen Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es los. Wenn du dich für den Bau eines Meerwasseraquariums entscheidest, kannst du aus zwei verschiedenen Glasarten auswählen. Die erste Möglichkeit ist Floatglas. Floatglas ist die Glasart, die bei den meisten Aquarien in Deutschland verwendet wird. Die zweite Glasart, die zur Auswahl steht, ist Weißglas oder auch Diamantglas genannt. Schauen wir jetzt mal an, wo die Unterschiede der beiden Glasarten liegen und was es am Schluss auch für den Aquarianer bedeutet. Um das zu verstehen, müssen wir uns die Herstellungsweise von Glas, genau gesagt vom Floatglas, anschauen und sehen zugleich, wie der Name Floatglas zustande kommt. Bei der Herstellung von Floatglas wird eine Mischung aus verschiedenen Rohstoffen in einem Schmelzofen bei einer Temperatur von ca. 1550 Grad verschmolzen. Bei diesem Prozess entsteht flüssiges Glas und wird dem sogenannten Floatbad aus Zinn zugeleitet. Aufgrund seines geringen spezifischen Gewichtes schwimmt das Glas dabei oben auf dem Zinn auf. Die Glasmasse breitet sich auf der Metalloberfläche aus, bis sie die sogenannte Gleichgewichtsdicke erreicht hat. Im nächsten Arbeitsschritt wird das sogenannte Glasband abgekühlt. Bei diesem Arbeitsschritt entstehen Glastafeln von einer Länge von 6 Metern und einer Breite von 3,21 Meter. Das Maß dieser Glastafeln ist beim Bau von Großaquarien entscheidend, da aus den hergestellten Standardscheiben maximale Beckengrößen von knapp 6 Meter Kantenlänge gebaut werden können. Soll das Aquarium länger als 6 Meter werden, so müssen mehrere Scheiben hintereinander verwendet werden. Doch was ist nun der Unterschied zwischen Floatglas und Weißglas? Beim Herstellungsprozess gibt es keinen direkten Unterschied zwischen Floatglas und Weißglas. Der Hauptunterschied, der auch für die Aquaristik entscheidend ist, liegt lediglich an der unterschiedlichen Zusammensetzung der für die Glasherstellung benötigten Grundstoffe. Der wichtigste Grundstoff für die Glasherstellung ist Quarzsand. Zusätzlich werden auch noch Soda, Dolomit und kleinere weitere Mengen an anderen Rohstoffen beigemischt. Im Vergleich zum Floatglas dürfen bei der Herstellung von Weißglas bzw. Diamantglas nur extrem eisenoxidarme Rohstoffe verwendet werden. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied am Schluss für die Aquaristik. Denn dadurch entsteht der große Vorteil von Weißglas für die Aquaristik. Durch die gezielte Verwendung von eisenoxidarmen Rohstoffen besitzt das Weißglas nicht den typischen Grünstich von Floatglas. Dies führt zu einer deutlich höheren Farbrelevanz bzw. Farbwiedergabe von Tierfarben. Das ist besonders bei der Haltung von bunten Korallen wie LPS, SPS oder besonders bunten Fischen deutlich zu erkennen. Auch bei der Haltung von bunten, fein gezeichneten Mördermuscheln ist ein deutlicher Farbunterschied im Vergleich zum Floatglas deutlich zu erkennen. Der Unterschied zwischen Weißglas und Floatglas, das heißt der vorhandene Grünstich, ist auch abhängig von der Glasstärke. Denn je größer die Glasstärke, umso stärker ist der Grünstich bei Floatglasscheiben. Deshalb gibt es bei Glasstärken ab 12 mm und mehr Sinn, sämtliche Sichtscheiben aus Weißglas zu bauen, um von der deutlich besseren Farbwiedergabe zu profitieren. Weißglasscheiben kannst du daran erkennen, wenn du von außen auf die Glaskante schaust und diese blau-türkis schimmert. Bei Floatglasscheiben schimmern diese Kanten immer grünlich. Im deutschsprachigen Raum werden die meisten Aquarien aus Floatglas hergestellt. Der Hauptgrund dafür ist, dass Weißglas in der Anschaffung wesentlich teurer ist als Floatglas, was sich natürlich auch auf den Aquarienpreis direkt auswirkt. Bei kleineren Aquarien, für die geringere Glasstärken erforderlich sind, ist der Preisunterschied nicht besonders groß. Bei Glasstärken ab 10 oder 12 mm aufwärts ist der Aufpreis für Weißglas in der Regel deutlich spürbar, weshalb viele Meerwasseraquarianer oft nicht bereit sind, diese Investition zu tätigen. Natürlich stellt sich die Frage, ist der Aufpreis für Weißglas gerechtfertigt und gibt es einen Sinn, die Sichtscheiben eines Aquariums aus Weißglas bauen zu lassen? Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird dir von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura-Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Online-Shop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasser-Aquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung.
Wenn du einmal davon ausgehst, dass ein Aquarium 10 bis 15 Jahre steht, bin ich der Ansicht, dass es absolut sinnvoll ist, das Geld in eine Ausführung aus Weißglas zu investieren. Denn der Aufpreis relativiert sich über die gesamte Lebensdauer des Aquariums im Verhältnis zum Mehrwert, den du durch den optischen Mehrwert gewinnst. Du schaust in ein Meerwasseraquarium, siehst die tollen Farben unverfälscht und das ist es doch, worum es am Ende geht. Die Farben. Deshalb kann ich nur jedem dazu raten, dem eine hohe Farbtransparenz bzw. Farbwiedergabe seiner Korallen und Muscheln wichtig ist, alle Sichtscheiben seines Meerwasseraquariums aus Weißglas bauen zu lassen. Im Hinblick auf die Farbwiedergabe gibt es im Weißglas noch eine Alternative. Und zwar Acryl. Acrylbecken haben sogar noch eine etwas höhere Farbwiedergabe als Aquarien aus Weißglas. Ich selbst mag keine Aquarien aus Acryl. Denn der hohe Preis und die extreme Kratzanfälligkeit von Acrylaquarien stehen für mich in keiner Relation. Wir selbst verbauen keine Acrylbecken, da ich für mich persönlich keinen spürbaren Mehrwert im Vergleich zu Weißglas erkennen kann. Wie ich bereits erwähnt habe, wenn dir eine hohe Farbbrillanz bzw. Farbwiedergabe wichtig ist, kann ich nur dazu raten, alle Sichtscheiben deines Meerwasseraquariums in Weißglas anfertigen zu lassen. Über die Jahre zahlt sich diese Investition mit Sicherheit für dich aus. Fassen wir am Schluss nochmal kurz zusammen. In Flowglas ist deutlich mehr eisenoxidhaltiges Material enthalten, was zu einem Grünstich führt, der sich stark auf die Farbwiedergabe deiner Korallenmuscheln auswirkt und ihnen die natürlichen Farben nimmt. Bei der Herstellung von Weißglas werden ausschließlich eisenoxidarme Rohstoffe verwendet, sodass kein starker Grünstich entstehen kann. Das Ergebnis ist eine hohe, nahezu natürliche Farbwiedergabe von Korallen und Muscheln. Weißglas ist zwar teurer als das übliche Flowglas, weshalb du nur die Sichtscheiben deines Aquariums aus Weißglas anfertigen solltest. Doch die Investition zahlt sich durch das Meer an Freude mit Sicherheit aus. So, das war's wieder für diese Woche. Das Team von Aquacur und ich wünschen dir nun einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Mahl.